Eine nostalgische Einstimmung auf Deutschlands alte und neue Hauptstadt an der Spree. Immer im Blickpunkt die Friedensgöttin mit ihrer Quadriga auf dem Brandenburger Tor. Wo jahrzehntelang die Berliner Mauer den Blick auf den freien Westteil der Stadt versperrte, strahlt die goldene Viktoria auf der Siegessäule. Das letzte der ursprünglich 14 Berliner Stadttore wurde nach dem Vorbild der Propyläen im antiken Athen gestaltet. Geschmückt von Reliefs des Herkules, Mars und der Minerva, wird es von dorischen Säulen getragen. Rund um das historische Karree reiht sich moderne Architektur. Hinter den eleganten Fassaden Botschaften, Kultur- und Wirtschaftsinstitute. Nur früh am Tag geht es auf dem Pariser Platz so entspannt zu. Dann aber heißt es: Willkommen in Berlin. Berlins berühmtestes Wahrzeichen ist seit dem Fall der Mauer ein Symbol der Befreiung. Ein Magnet für die Besucherströme und fast wöchentlich Kulisse und Mittelpunkt von kulturellen oder sportlichen Großveranstaltungen. Per Pedis geht es im Kreise Gleichgesinnter beim Berlin-Marathon durch die Stadt. Gesellig, aber schweißtreibend. Nirgendwo lässt es sich so energiegeladen und beschwingt laufen wie in der vielbesungenen Champagnerluft. Mehr als 40.000 Läuferinnen und Läufer aus mehr als 120 Nationen drängen sich hinter der Startlinie. Auf die Plätze. Fertig. Los. Der 38. BMW-Berlin-Marathon beginnt für euch. Viel Spaß. Folgt einfach Asterix und Obelix. Herzlich willkommen in Berlin. Das ist euer Applaus auf die nächsten 42,135 Kilometer. Liebe Marathon-Fans, gebt ihnen mal einen riesigen Jubel mit auf den Weg. Angefeuert von tausenden Zaungästen geht es auf die 42 Kilometer lange Strecke. Für die meisten heißt es einfach nur dabei sein, mitlaufen, sich mitreißen lassen von der Begeisterung. Aber auch die Weltbesten über die klassische Marathondistanz zieht es inzwischen nicht nur nach London oder New York, sondern auch an die Spree. Erste Töne. Von der Blaskapelle über den Disco-Sound bis hin zum schnellen Techno-Beat, Tanz, Theater und Gaudi. Entlang der Strecke baut sich die längste Bühne Berlins auf. An Applaus fehlt es nirgendwo. Vor allem als sich der spätere Gewinner des 38. Berlin-Marathon, der Kenianer Patrick Makau, dem Ziel nähert. Ein neuer, sensationeller Weltrekord kündigt sich an. 2 Stunden, 3 Minuten, 38 Sekunden. Das Wetter ist nicht nur für die Marathonläufer perfekt. Berlins Spätaufsteher lassen sich von der warmen Herbstsonne zum Frühstück oder Brunch ins Freie locken. Unter den Linden ein guter Platz zum Sehen und Gesehen werden. Solange noch unter den Linden die alten Bäume blühen, kann uns nichts überwinden. Berlin bleibt doch Berlin. Schon Marlene Dietrich hat den Prachtboulevard der Spreemetropole besungen. Die berühmteste Flaniermeile der Hauptstadt erstreckt sich vom Brandenburger Tor bis zur Schlossbrücke. Ursprünglich als königlicher Reitweg zwischen Schloss und Tiergarten angelegt, war unter den Linden schon im 18. Jahrhundert die vornehmste Adresse der Stadt. Apropos vornehme Adresse, hier steht auch Berlins nobelstes Hotel, das sich seit mehr als 100 Jahren nicht nur mit seinem berühmten Namen schmückt, das Adlon.
König Friedrich II. Ist der Ausbau der Linden zu einem majestätischen Boulevard zu verdanken. Sein Reiterstandbild steht wieder in alter Pracht am Ende der Mittelpromenade. Dabei musste es schon viel über sich ergehen lassen. Zu DDR-Zeiten landete es gar in Einzelteile zerlegt im Schlosspark von Sanssouci. Vom alten Fritz geht der Blick herüber zur Humboldt-Universität, die im 18. Jahrhundert erbaut wurde. Die Lehranstalt kann auf eine stolze Liste von Nobelpreisträgern zurückblicken, unter ihnen Albert Einstein, Otto Hahn und Robert Koch. Vor dem Hauptgebäude grüßen der Gelehrte und Mitbegründer der Universität Wilhelm von Humboldt und sein Bruder, der große Naturforscher Alexander von Humboldt. Das Naturkundemuseum der Universität gehört zu den größten seiner Art weltweit. Hauptattraktion ist die Saurierhalle mit ihren imposanten Skeletten. Mit einer stattlichen Höhe von 12 Metern überragt der Brachiosaurus branchii deutlich die anderen Artgenossen. Es ist das größte Saurier-Skelett, das in einem Museum zu bewundern ist. Ergänzt wird die Ausstellung durch mehrere kleinere Saurier-Skelette. Aufwendig rekonstruiert, vermitteln sie einen Eindruck von der Größe und Kraft der vor Jahrmillionen ausgestorbenen Urzeitgiganten. Die Fossilien im Ausstellungssaal der Paläontologie geben einen Einblick in die Entwicklungsgeschichte des Lebens auf der Erde. Alle wichtigen Stufen der biologischen Evolution sind hier dokumentiert. Die große mineralogische Sammlung stammt aus dem vorigen Jahrhundert. In den Vitrinen und Schaukästen der Ausstellungsräume erstrahlt das gesamte Spektrum der kristallinen Farben- und Formenwelt. Obwohl die Hallen vom Geist der klassischen Gelehrsamkeit erfüllt sind und niemand überrascht wäre, wenn Humboldt plötzlich selbst vor einer Vitrine stände, erzählt das Museum für Naturkunde auf spannende und anschauliche Weise von der Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten. In direkter Nachbarschaft zur Universität steht die Neue Wache. Nach dem Vorbild eines römischen Kastells erbaut, war sie Unterkunft für die königliche Wache. Stechschritt und Säbelgerassel sind lange verstummt. Heute füllen leise Töne den leeren Raum, in dessen Mitte eine Nachbildung der Pietà von Käthe Kollwitz, Mutter mit totem Sohn, steht. Ein Mahnmal gegen Tyrannei und Unterdrückung. Die Neue Wache ist die zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Gleich daneben erhebt sich das Zeughaus, Berlins bedeutendstes Gebäude aus der Barockzeit. Wo früher Lanzen, Degen und Musketen gelagert wurden, ist heute das Deutsche Historische Museum zu Hause. Die Linden enden am Lustgarten, der vom Berliner Dom und der eleganten Säulenfassade des alten Museums eingerahmt wird. Der Kunsttempel mit seiner bedeutenden antiken Sammlung war der erste, der nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel auf der Spreeinsel erbaut wurde. Der mächtige Dom, die Grabkirche der Hohenzollern, wurde hier auf Wunsch von Kaiser Wilhelm II. Im Stil der italienischen Hochrenaissance errichtet. Die Hauptkirche des preußischen Protestantismus wird außen wie innen von der gewaltigen, mosaikverzierten Kuppel dominiert. Teil der reichen Innenausstattung ist die vergoldete Altarwand, die Szenen aus der Apostelgeschichte zeigt. Die große Orgel zählt mehr als 7000 Pfeifen mit himmlischen Tönen. Die wahren Schätze aber liegen im Kellergewölbe unter der Kirche. Die Hohenzollerngruft zählt mehr als 90 Sarkophage der Herrscherdynastie. Die weitläufige Krypta gibt einen Einblick in die Familiengeschichte der Hohenzollern.
Aus der Gruft hinauf in luftige Höhen. Auf die Aussichtsbalustrade der mehr als 100 Meter hohen Domkuppel. Lustgarten und Museumsinsel. Die weltberühmte Charité. Fernsehturm, Rotes Rathaus und Nikolaikirche. Seit der Wiedervereinigung der Stadt ist das Rote Rathaus Sitz des regierenden Bürgermeisters sowie des Senats von Berlin. Der Platz vor dem Berliner Wahrzeichen wird vom Neptunbrunnen des Bildhauers Reinhold Begas geschmückt. Vom Roten Rathaus führt der Weg vorbei an Marx und Engels, den zwei Vätern des Kommunismus, ins Nikolaiviertel. Es ist eines der ältesten Siedlungsgebiete Berlins und ein beliebter Touristentreffpunkt. Auf engstem Raum drängen sich Lokale und Biergärten, in denen die deftige Berliner Küche und frisch gezapfter Gerstensaft serviert werden. Das Nikolaiviertel wurde im Zweiten Weltkrieg stark zerstört und blieb über Jahrzehnte mehr oder weniger sich selbst überlassen. Erst in den 80er Jahren besann man sich auf den historischen Wert des Stadtteils und begann mit der sorgfältigen Rekonstruktion. Mittelpunkt und Wahrzeichen des Viertels ist die Nikolaikirche mit ihren Zwillingstürmen. Schon im 13. Jahrhundert erbaut, ist sie eines der ältesten Gotteshäuser Berlins. Heute beherbergt sie das Museum zur Berliner Stadtgeschichte. Im Schatten des Fernsehturms liegt der Alexanderplatz. Von den Berlinern kurz Alex genannt, war das große Areal bis zum Zweiten Weltkrieg das pulsierende Zentrum der Millionenmetropole. Heute wirkt der Platz trotz Weltzeituhr öde und architektonisch verunglückt. Der Alex könnte eine Schönheitskur vertragen. Aus der Vogelperspektive schaut die Welt gleich besser aus. Ganze 40 Sekunden dauert der Perspektivwechsel. Der ehemalige Stolz der DDR-Hauptstadt ragt 368 Meter hoch in den Himmel. Von der Aussichtsplattform und dem Drehrestaurant reicht die Sicht bei klarem Wetter weit über die Stadtgrenzen hinaus. Dom und Museumsinsel bleiben auch aus dieser Höhe ein Blickfang. Auf der Spreeinsel in Berlin-Mitte findet sich einer der berühmtesten Museumskomplexe der Welt. In 100 Jahren, zwischen 1830 und 1930, entstand ein Gebäudeensemble, das heute zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt. Die Sammlungen aus Kunst und Archäologie gehören zu den bedeutendsten in Europa. Die nördliche Spitze der Museumsinsel schmückt das von einer Kuppel gekrönte Bode-Museum. Neben den altehrwürdigen Sammlungen der Musentempel versuchen an Wochenenden Trödler und Straßenkünstler, die Aufmerksamkeit der Museumsbesucher auf ihre Werke und Waren zu lenken. Publikumsmagnet und Star ist das Pergamonmuseum, das zu den weltweit bedeutendsten Häusern für antike Architektur und Kunst zählt. Benannt ist es nach dem antiken Pergamon, einer griechischen Stadt an der Westküste Kleinasiens. Von dort stammt auch der Pergamonaltar, der größte Schatz des Museums. König Eumenes soll ihn um 170 vor der Zeitwende als Dank für einen gewonnenen Krieg zu Ehren von Zeus und Athene, der Schutzgöttin der Stadt, errichtet haben. Die vielleicht berühmtesten Stufen Berlins führen hinauf zum Altar, an dem Menschen schon vor mehr als 2000 Jahren ihre Opfer darbrachten. Der deutsche Ingenieur Karl Humann hatte den Pergamonaltar an der türkischen Westküste entdeckt und gegen Ende des 19. Jahrhunderts freilegen lassen. Nach zähen Verhandlungen durften die Einzelteile des Bauwerks nach Berlin verschifft werden, wo sie in den Hallen des Museums wieder zusammengesetzt wurden. Der reiche Figurenschmuck rund um den Pergamonaltar erzählt die Geschichten von Helden, Göttern und Giganten. Der Telephos-Fries ist ein Meisterwerk hellenistischer Kunst. Neben dem Pergamonaltar hat das Museum noch weitere archäologische Schätze im Großformat zu bieten. Der Tempel der Athene von Nikephoros beeindruckt durch seine Originalgröße ebenso wie durch seine schlichte, klassische Schönheit.
Damit verkörpert das Bauwerk das Ideal der Kunst im antiken Griechenland in Perfektion. Eine Ästhetik, die sich auch im Gesicht der Athene widerspiegelt. Eine weitere Attraktion ist das Markttor von Milet. Das 16 Meter hohe Bauwerk, der südliche Zugang zur antiken Stätte, stammt aus dem 2. Jahrhundert und trägt griechische wie römische Stilelemente. Glanzstücke der vorderasiatischen Abteilung sind das Ishtar-Tor sowie Teile der Prozessionsstraße von Babylon. Die Hauptstadt des alten Babylonien erlebte unter Nebukadnezar im 6. vorchristlichen Jahrhundert ihre Blütezeit. Reliefs auf glasierten blauen Lehmziegeln. Benannt ist das Ishtar-Tor nach der Herrin des Himmels, der Göttin der Liebe. Ein Exponat von unglaublicher Anziehungskraft ist die fast 4000 Jahre alte Gesetzesstele des Königs Hammurabi. Neben dem Pergamonmuseum hat das neue Museum seine Pforten geöffnet. Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut, gilt es als Hauptwerk des Schinkel-Schülers Friedrich August Stüler. Im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, wurde es nach Plänen des britischen Architekten David Chipperfield wieder aufgebaut und umgestaltet. Ein monumentales Treppenhaus verbindet seitdem die drei oberirdischen Etagen miteinander. Seit seiner Wiedereröffnung im Jahr 2009 beherbergt das neue Museum jetzt das Museum für Vor- und Frühgeschichte mit Objekten aus dem Schatz des Priamos sowie Teile der antiken Sammlung und das Ägyptische Museum und die Papyrussammlung. Zahllos sind die Glanzstücke des Ägyptischen Museums im Nordflügel des neuen Museums. Der grüne Kopf, restaurierte Opferkammern aus dem Alten Reich sowie die Amarna-Sammlung, Mumien, Sarkophage und Skulpturen. Alles Grabungsschätze reger archäologischer Tätigkeit deutscher Wissenschaftler. Das mit Abstand berühmteste Exponat ist die Büste der Nofretete. Die Grazie gibt sich heute sehr kamerascheu. Filmen und Fotografieren von Berlins schönstem und ältestem Gesicht sind leider nicht mehr erlaubt. Vor der Säulenhalle der alten Nationalgalerie steht das Reiterstandbild Friedrich Wilhelms IV. Auf hohem Sockel, den Niederungen des Lebens scheinbar entrückt. Der Bau im Stil eines korinthischen Tempels beherbergt eine ebenso umfangreiche wie bedeutende Sammlung deutscher und internationaler Malerei des 18. und 19. Jahrhunderts. Wie viele andere Museen Berlins hat auch die Nationalgalerie unter den Nazis und den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs gelitten. Ein großer Teil der Sammlung wurde als entartete Kunst zu Schleuderpreisen verkauft oder verbrannt. Ein Schicksal, von dem die Großskulpturen in der Eingangshalle des Museums verschont blieben. Ein Gang durch die Kolonnaden beendet den kurzen Rundgang über die Museumsinsel. Einen architektonischen Kontrapunkt zu den historischen Bauwerken auf der Insel setzt die moderne Fassade des Dom-Aquarii am östlichen Spreeufer. Das Meer kommt zu den Berlinern. Im Sea Life Center dreht sich alles um das Leben im Wasser. Ziel des ungewöhnlichen Aquariums im Zentrum der Stadt ist es, auf unterhaltsame Weise Wissen vor Ort zu vermitteln und Begeisterung für die Natur zu wecken. Die Unterwasserwelt bietet Einblicke in die Schönheit und Zerbrechlichkeit des feuchten Ökosystems, von der Spree über den Wannsee bis ins offene Meer.
Mittelpunkt des Aquariums ist das riesige Atlantikbecken, in dem die Besucher die Unterwasserwelt der Ozeane durch einen Glastunnel aus nächster Nähe erleben können. Auf Tauchstation. Spektakulärer Abschluss der Reise zu Nemos Verwandten ist die Fahrt durch den haushohen Aquadom im Foyer des benachbarten Radisson Hotels. In dem riesigen Zylinder aus Acrylglas nimmt ein doppelstöckiger Aufzug Besucher mit auf einen Tauchgang durch das künstlich angelegte Korallenriff mit seinen mehr als 3000 Bewohnern. Eine technische Meisterleistung mit hohem Aufwand realisiert. 25 Meter hoch, ein Fassungsvermögen von 1 Million Liter Wasser. 1 Million Liter Wasser sind nach Adam Riese 1000 Tonnen und von Salz hinzugesetzt, um dieses Wasser halt auf Meeresqualität zu bekommen. ICM hat sich das Ganze 25 Millionen Euro gekostet, die aber durch die DIFA investiert. Weitaus aufwendiger und teurer war der Bau des neuen Regierungsviertels nach der Wiedervereinigung. Das sogenannte Band des Bundes verbindet über die Spree hinweg die beiden früher durch die Mauer getrennten Teile der Hauptstadt. Überragt werden die Regierungsneubauten von der Glas- und Stahlkuppel des Reichstags. Sie krönt das Meisterwerk von Sir Norman Foster. Dem britischen Star-Architekten ist es gelungen, unter Einbeziehung des ursprünglichen Baukörpers ein modernes, offenes Parlament zu schaffen. Transparent, wie ja auch eine ordentliche Demokratie sein soll. Dass der Reichstag heute wieder dem deutschen Volke gehört, zeigen die endlosen Menschenschlangen. Das Volk muss Geduld mitbringen, bevor es in die heiligen Hallen der großen Politik vorgelassen wird. Gegenüber vom Reichstag das neue Bundeskanzleramt. Das nach vorne offene und gläserne Bauwerk ist einer der größten Regierungssitze weltweit. Berlin heißt die monumentale Eisenskulptur, deren zwei sich fast berührenden Arme Annäherung und Vereinigung symbolisieren. Im Schatten der Regierungszentrale genießen die Berliner am Ufer des Spreebogens die letzten Sonnenstrahlen. Auf der anderen Flussseite ein weiterer monumentaler Neubau der Nachwendezeit, der Berliner Hauptbahnhof. 2006 wurde der größte und modernste Kreuzungsbahnhof Europas eröffnet. Eine filigrane Kathedrale des Verkehrs, eine Schnittstelle des sich zusammenfindenden Europas und einer heftig zusammenwachsenden Metropole. Vom Hauptbahnhof aus verzweigt sich ein U- und S-Bahn-Netz mit mehr als 500 Schienenkilometern und mehr als 300 Bahnhöfen, eines der größten auf dem Kontinent. Von der isolierten Insel im ehemals realsozialistischen Roten Meer zur vernetzten Metropole eines vereinten Deutschlands. Bahnhöfe wie Friedrichstraße liegen heute nicht mehr auf einer Grenze, sondern in der Mitte der Stadt. Eines der alten Zentren Berlins, das wieder zu neuem Leben erweckt wurde, sind die Hackeschen Höfe und der Hackesche Markt. Der Zustrom von jüdischen und französischen Einwanderern verlieh dem Scheunenviertel der früheren Spandauer Vorstadt schon im 18. Jahrhundert eine weltoffene Vielfalt, die sich jetzt wieder ihren Platz geschaffen hat. In dem Viertel stand die erste Synagoge Berlins. Ein jüdischer Friedhof kam hinzu. 1866 wurde die neue Synagoge in der Oranienburger Straße vollendet. Einzigartig ist der maurisch-byzantinische Stil mit den zwei schmalen achteckigen Türmen und der großen Kuppel. Die Synagoge zählt bis heute zu den bemerkenswertesten Gebäuden Berlins.
An die dunkelsten Zeiten der jüdischen Gemeinde erinnert das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Das Holocaust-Mahnmal in unmittelbarer Nähe zum Brandenburger Tor zählt 2711 Stelen, aufgestellt nach den Entwürfen des New Yorker Architekten Peter Eisenman. Ein Ort abstrakter Formen, Raum zum Nachdenken und Nachfühlen. Wenige Meter entfernt hat sich Berlin neu erfunden. Aus der ehemals größten Baustelle Europas ist der Potsdamer Platz in den Himmel gewachsen. Großstadtarchitektur, die den Vergleich mit anderen Metropolen rund um den Globus nicht scheuen muss. Wie ein riesiges Zirkuszelt schwebt die filigrane Dachkonstruktion über dem Sony Center. Leicht und luftig überspannt es das Forum im Herzen des siebenteiligen Gebäudekomplexes und sorgt ganzjährig für Open-Air-Feeling auf der großzügigen Plaza. Mit dem Bauwerk ist dem deutsch-amerikanischen Architekten Helmut Jahn der große Wurf gelungen, mitten hinein ins Herz der Stadt. Hinter den lichtdurchfluteten Glasfronten des Innenhofs liegen exklusive Büro- und Ladenflächen. Bei Berlins architektonischem Vorzeigeobjekt beschleicht den kritischen Betrachter das Gefühl, dass Geld bei der Planung und Realisation kein Problem war. Klotzen statt kleckern, lautete die Devise rund um den Potsdamer Platz. Ein historischer Farbtupfer, der dem Bauboom widerstanden hat, ist das Haus Hut. Bekannt ist es als das letzte Haus am Potsdamer Platz, weil es nach dem Bau der Mauer allein auf freier Fläche stand und so zum Symbol für die Teilung der Stadt wurde. Nur noch eine Ruine ist vom ehemaligen Tor Berlins in den Süden geblieben. Der Anhalter Bahnhof in der Nähe des Potsdamer Platzes war bis zum Ersten Weltkrieg einer der großen Kopfbahnhöfe Berlins für Züge Richtung Österreich-Ungarn, Italien und Frankreich. Kaum ein Neubau in Berlin hat für so viel Aufsehen gesorgt wie das Jüdische Museum. Die ausdrucksstarke Architektur von Daniel Liebeskind zeigt den zerrissenen Davidstern als Zickzack-Grundriss. Die scharfen Schrägen der Fenster zerschneiden regelrecht die Zinkhaut des Museums. Im Garten des Exils symbolisieren 48 schiefe Säulen die Gründung Israels im Jahr 1948. Verzweigte Gänge und steile Treppenrampen vermitteln ein Gefühl der Entwurzelung. Die Installation Shalechet, wie gefallenes Laub, bedecken 10.000 Gesichter aus schweren Eisenscheiben einen kahlen Raum. Symbol für die Leere, die der Holocaust hinterlassen hat. Das Museum erzählt die lange deutsch-jüdische Geschichte. Die Zeitreise beginnt im zweiten Obergeschoss mit der ersten urkundlichen Erwähnung von Juden in Deutschland, einem Dekret des römischen Kaisers Konstantin. Religiöse Objekte sowie Alltagsgegenstände vom Mittelalter bis zur Gegenwart geben Einblicke in die jüdische Kultur. Sie zeigen, wie eng jüdisches Leben mit der deutschen Geschichte verwoben ist. Die Metropole Berlin war ein Zentrum des jüdischen Lebens in Deutschland. Wissenschaftler, Geschäftsleute und Künstler von internationalem Rang lebten hier und haben das Bild der Stadt mitgeprägt. Der Holocaust nimmt in der Ausstellung vergleichsweise wenig Platz ein. Das architektonische Grundkonzept macht das Gebäude als Ganzes zu einem Holocaust-Mahnmal. Nur kurz vor Ende des Rundgangs fasst eine Zeittafel die Chronik der Judenverfolgung im Dritten Reich zusammen. Ein Blick in Berlins dunkelste Zeit. Licht und repräsentativ hingegen zeigt sich einer der schönsten Plätze der Stadt. Eingerahmt von den schlanken Kuppeln des französischen und deutschen Doms und der klassizistischen Fassade des Konzerthauses, der Gendarmenmarkt. Wieder im Zentrum des alten Marktplatzes die marmorne Schiller-Statue von Begas. Die Nazis hatten das Denkmal vom Sockel geholt.
Erst seit Ende der 80er Jahre steht der Dichterfürst wieder an seinem angestammten Platz. Ihm zu Füßen, luftig gewandet, die Damen Lyrik und Dramatik. Am Gendarmenmarkt, wo früher die Gendarmes, die bewaffneten Männer, ihre Wache hatten, trifft sich das schicke Berlin. Die französische Straße verbindet den Gendarmenmarkt mit der Friedrichstraße. Gleich an der Ecke eine der vornehmsten Adressen von Berlins jüngster Shoppingmeile, die Galerie Lafayette. Rund um den gläsernen Doppelkegel, der alle Etagen des Edelkaufhauses verbindet, reihen sich die Topmarken aus Mode, Kosmetik und Accessoires. Die Glitzerwelt des Konsums mit all ihren Facetten der Verführung perfekt präsentiert. Hier wird nicht einfach gekauft, hier wird geshoppt. Eine Mischung aus Unterhaltung und Vergnügen. Alles zelebriert und inszeniert. So werden ganz normale Produkte zu besonderen Schätzen, die Mann bzw. Frau natürlich gerne erwerben wollen. Die Plastikkarte macht's möglich. Von der französischen Straße reicht die Friedrichstraße auf der einen Seite bis zum Checkpoint Charlie, auf der anderen bis zum Bahnhof Friedrichstraße. Der Versuch nach der Wiedervereinigung, die Friedrichstraße zu einer neuen Konsum- und Lebensader in Berlin-Mitte um- und auszubauen, ist nur teilweise gelungen. Die Namen der großen Marken sind hier zwar zu lesen, aber die großen Erwartungen, Berlins ehemalige Amüsier- und Rotlichtmeile zur neuen Goldader zu machen, haben sich bis heute nicht erfüllt. Am südlichen Ende der Friedrichstraße der Checkpoint Charlie. Früher Brennpunkt zwischen Ost und West, heute Anziehungspunkt für Touristen und Besucher. Checkpoint Charlie war neben der Klinikerbrücke der bekannteste Grenzübergang in Berlin. Er war einer von dreien, die durch die Amerikaner kontrolliert wurden. Die anderen Grenzkontrollpunkte waren Helmstedt-Marienborn, der Checkpoint Alpha für den Buchstaben A und Dreilinden-Drewitz, der Checkpoint Bravo für B. Die sandsackgeschützte Baracke des Kontrollpunktes mit den uniformierten Statisten ist heute zum beliebten Fotomotiv mutiert. Der Kalte Krieg zur Hollywood-Kulisse. Uniformen und Fahnen werden als Souvenirs feilgeboten. Neben dem früheren Grenzübergang steht heute das Museum Haus am Checkpoint Charlie. Hier sind viele der menschlichen Schicksale dokumentiert, die sich mit der Flucht aus dem Osten Deutschlands in den Westen verbinden. Zahlreiche Hilfsmittel zur Überwindung der tödlichen Grenze fanden ihren Weg in das Mauermuseum. Der Erfindungsreichtum für den Weg in die Freiheit kannte kaum Grenzen. Umgebaute Autos, ein Mini-U-Boot, Heißluftballons und ein selbstgebauter Motordrachen füllen die Räume der Ausstellung. Auf dem Höhepunkt der Berlin-Krise standen sich im Oktober 1961 am Checkpoint Charlie amerikanische und sowjetische Panzer mit laufenden Motoren gegenüber. Die verfeindeten Militärblöcke beäugten sich argwöhnisch von beiden Seiten der Schlagbäume. Die Welt sah zu und hielt den Atem an. Wo vor mehr als 50 Jahren Panzer drohten, rollen jetzt die Trabis. Knallbunt, laut knatternd und miefend, fahren die Zweitakter mit Nostalgikern hinter dem Lenkrad auf Sightseeing-Safari durch die Stadt. Ein Abschnitt der Mauer, der unmittelbar an den Checkpoint Charlie grenzte, steht heute noch an der Niederkirchner Straße. Der bröckelnde Betonwall markiert die Stiftung Topographie des Terrors, deren Dokumentationszentrum hier 2010 eröffnet wurde.
In direkter Nachbarschaft zum großartigen Martin-Gropius-Bau liegt das Areal, auf dem sich während des Dritten Reichs die Zentralen der Geheimen Staatspolizei, der SS und des Reichssicherheitshauptamts drängten. Unter den Orten, Denkmalen und Museen, die in Berlin an die Zeit des Nationalsozialismus erinnern, nimmt die Topographie des Terrors als Ort der Täter eine besondere Stellung ein. Aber auch an den Terror durch den Bau der Mauer wird hier erinnert. Heute weht der Berliner Bär wieder über der ganzen Stadt. Vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989, 28 lange Jahre, zog sich die Berliner Mauer rundum und durch die Stadt. Wie noch heute an der Bernauer Straße zu sehen ist, war die Mauer nicht nur eine schlichte Mauer, sondern ein tief gestaffeltes Sperrsystem. Wachtürme, Soldaten, Selbstschussanlagen, Fangdrähte und andere Alarm- und Tötungssysteme sicherten diesen Todesstreifen. Die Gedenkstätte Berliner Mauer erstreckt sich auf einer Länge von 1,5 Kilometern über den ehemaligen Grenzstreifen entlang der Bernauer Straße, die ein Brennpunkt der Mauergeschichte war. Der Bau der Mauer und seine Folgen zeigten sich hier auf dramatische Weise. Es sind die Geschichten von Menschen, deren Lebenswege durchschnitten, die von einem Tag auf den anderen von ihren Familienangehörigen und Freunden getrennt wurden. In diesem Bereich lief der Grenzstreifen über den Friedhof der Sophiengemeinde. Ohne Rücksicht wurden die Gräber umgebettet. Die Kapelle der Versöhnung steht heute an dem Ort der ehemaligen Versöhnungskirche. Nach dem Mauerbau stand diese unerreichbar im Todesstreifen. 1985 wurde das mahnende Symbol der Teilung Deutschlands auf Befehl der DDR-Regierung gesprengt. Im Boden eingelassene Metallplatten erinnern an die zahlreichen Fluchtversuche. In der Bernauer Straße verlief die Grenze entlang der Häuserfront auf Ostberliner Seite. Menschen seilten sich aus ihren Wohnungen ab oder sprangen in die Sprungtücher der Westberliner Feuerwehr. Auch zahlreiche Fluchttunnel wurden gegraben. Das Fenster des Gedenkens. Das Mahnmal erinnert an die Opfer der Berliner Mauer. Gibt diesen ihre Namen, ihre Individualität zurück, die ihnen durch den gewaltsamen Tod durch das Regime der DDR genommen wurde. Hier stehen ihre Namen, hier werden ihre Bilder gezeigt. Hier wird ihrer und der mehr als 5000 Todesopfer entlang der innerdeutschen Grenze gedacht. Unvergessen bleibt auch dieses Bild. 2 Tage nach Beginn der Absperrungen flüchtete der Grenzsoldat Konrad Schumann mit einem Sprung über den Stacheldraht. Die Bernauer Straße steht aber auch für die friedliche Überwindung der Teilung. In der Nacht vom 10. zum 11. November 1989 wurde hier eine Bresche in die Mauer gebrochen, um einen neuen Übergang zwischen Ost- und West-Berlin zu schaffen. Die Bernauer setzt sich fort in der Eberswalder Straße. Die Narben der Teilung sind auch hier aus dem Gesicht der Stadt verschwunden. An der Kreuzung zur Schönhauser und Kastanienallee, wo sich Straßenbahnen, U-Bahnen, Autos, Fahrräder und Fußgänger über und untereinander kreuz und quer ihren Weg durch Berlin suchen, zeigt sich, dass die Lebensadern der Stadt wieder zusammengewachsen sind. Berühmt ist die hektische Straßenkreuzung vor allem als Fluchtpunkt für alle hungrigen Berliner. Hier, so heißt es, und das ist in New York oder Tokio fast so bekannt wie in Berlin, gibt es die beste Currywurst der Stadt. Die internationale Presse schwärmt ebenso wie die Berliner. Bei Konopke geht es einzig und alleine um die Wurst. Die Soße zur deftigen Kost, die alle so lieben, soll Konopkes Frau Charlotte schon 1960 kreiert haben. Die Basis ist Ketchup aus Werder, alles andere bleibt ein wohlgehütetes Familiengeheimnis.
Aber die Currywurst ist schon längst nicht mehr nur Geschmackssache. In zahllosen Filmen, Büchern und Liedern wurde sie zum deutschen Kulturgut. Wenige Schritte entfernt die Kulturbrauerei zwischen Schönhauser Allee und Knackstraße, der ehemalige Stammsitz der traditionsreichen Berliner Schultheiß-Brauerei. Die denkmalgeschützte Ziegelburg wurde nach der Wende zu einer Spielwiese für Kreative. Ateliers, Studios, Bühnen, ein Kino und ein Wirtshaus haben das Gelände vor allem zu einem Treffpunkt der Szene vom Prenzlauer Berg gemacht. Der Prenzlberg, wie er in der Szene auch genannt wird, liegt nördlich der Stadtteile Berlin-Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg. Der alte Wasserturm auf einer Anhöhe an der Knackstraße gilt als inoffizielles Wahrzeichen des Viertels. Als Wasserreservoir wurde er schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts stillgelegt. Hinter der Klinkerfassade verbergen sich heute Wohnungen mit weitem Blick über den Kiez. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten hier zahlreiche jüdische Familien. Zur Zeit des Nationalsozialismus war der Arbeiterbezirk eine Hochburg des Widerstandes. Aber auch dieser konnte nicht verhindern, dass viele jüdische Bewohner, so wie der spätere Präsident des Zentralrats der Juden, Heinz Galinski, deportiert wurden. Später, zu DDR-Zeiten, war der Prenzlauer Berg schon von studentischem Leben, von Kunst und alternativer Szene geprägt. Nach dem Fall der Mauer wurde er endgültig zum angesagten Szeneviertel. Künstler und Intellektuelle, Medienschaffende und in ihrem Schlepptau die Schickeria zog es in das lebendige Viertel mit seinem schillernden Nachtleben, seiner Vielzahl von Kneipen, Cafés und Clubs. Die renovierten Altbauwohnungen, die schon lange nicht mehr zu den preisgünstigsten in Berlin zählen, sind auch bei Familien sehr begehrt. Die Kieze um den Helmholtzplatz und den Kollwitzplatz zählen zu den kinderreichsten. Vom Multikulti des Prenzlauer Bergs zum Haus der Kulturen im Tiergarten. Die Schwangere Auster, wie die Berliner die frühere Kongresshalle umgehend tauften, war ein Geschenk der Amerikaner an West-Berlin. In den 50er Jahren erbaut, galt und gilt das Bauwerk bis heute als technisch und künstlerisch revolutionär. Ein kurzer Spaziergang durch den Tiergarten führt vom Haus der Kulturen zum Schloss Bellevue. Hinter der breiten, neoklassizistischen Fassade in makellosem Weiß residiert der amtierende Bundespräsident. ...10. Jahrhunderts als private Residenz für Ferdinand von Preußen, den jüngsten Bruder von Friedrich dem Großen. Immer in Sichtweite des Bundespräsidenten die goldene Siegesgöttin, die in luftiger Höhe über Berlins grüne Lunge wacht. Schon Ende des 17. Jahrhunderts ließ Kurfürst Friedrich III. Aus dem ehemaligen Jagdrevier einen Lustpark für die Bevölkerung anlegen. Verlustiert wird sich im Tiergarten immer noch. Zwischen Potsdamer Platz und Regierungsviertel, zwischen Brandenburger Tor und Bahnhof Zoo schlägt das grüne Herz der Hauptstadt. Spazierengehen, joggen, faul in der Sonne liegen, Feste feiern oder einfach nur mal tief Luft holen. Die Berliner kennen tausend Anlässe, ihren Tiergarten zu besuchen. Als Nationaldenkmal zur Erinnerung an militärische Glanztaten
wurde die Siegessäule 1873 auf dem damaligen Königsplatz vor dem Reichstagsgebäude errichtet. Den Nazis stand sie bei ihrer Stadtplanung im Weg und wurde kurzerhand in den Tiergarten verpflanzt. Goldelse heißt sie bei den Berlinern, seitdem die Siegesgöttin Victoria mit neuem Gold beschichtet, aus knapp 70 Metern Höhe alles überstrahlt. Der Fenstergucker ist eine von 9 Skulpturen, die den Brunnen auf der Südseite des Wittenbergplatzes schmücken. Ein offenes Wasserspiel, das den Betrachter mit einbezieht. So wünschte es sich der Bildhauer Waldemar Dzimek. Hoch über dem Brunnen erhebt sich Berlins berühmtester Konsumtempel. Das KDW, das Kaufhaus des Westens, ist seit mehr als 100 Jahren als Inbegriff des Luxus-Shoppings fest mit Berlin verbunden. Es ist bis heute das größte Warenhaus auf dem europäischen Festland und wird in Ausmaß und Noblesse nur noch vom Londoner Harrods übertroffen. Im Basement des Einkaufsparadieses reiht sich das Who is Who der Nobelmarken nahtlos aneinander. Wer etwas auf sich hält, hat eine Filiale im KDW. Verlockend präsentiert sich die Gourmet-Abteilung im 6. Stock des Kaufhauses mit ihrem schier unüberschaubaren Angebot an lokalen und exotischen Köstlichkeiten. Wer die Wahl hat, hat die Qual. 1300 Käsespezialitäten, 1200 Wurstsorten, 2400 Weine und Champagner machen die Entscheidung schwer. Die Fischabteilung des KDW hält vom freischwimmenden norwegischen Fjordlachs bis zum lebenden Hummer frischen Fang aus allen 7 Weltmeeren bereit. Die feinen Pralinen der Konfiserie sind die letzte süße Versuchung, bevor der Besucher in die oberste Etage unter die gläserne Kuppel des Wintergartens gelangt. In dem großzügigen Selbstbedienungsrestaurant speist der Gourmet an exponierter Stelle, hoch über den Dächern der Stadt. Den Blick auf den Himmel über Berlin gibt's gratis dazu. Auch auf dem Weg nach unten, Etage für Etage, ein Fest und eine Versuchung für die Sinne. Wieder draußen wird der Sinnesrausch vom Verkehrsrauschen abrupt beendet. Auf der Nordseite des Wittenbergplatzes ist dreimal die Woche Markttag. Im Vergleich zum KDW ist die Präsentation der frischen Ware bodenständig. Die heiße Zwischenmahlzeit darf auch hier nicht fehlen. Der traditionelle Markt hat hier seit mehr als 100 Jahren seinen Platz. Dorfatmosphäre mitten in der Millionenmetropole. Nur wenige Meter vom Wittenbergplatz entfernt lädt das berühmte orientalische Elefantentor zu einem Besuch des Berliner Zoos ein. Weltweit einmalig für eine Großstadt erstreckt sich das über 30 Hektar große Areal des Zoologischen Gartens mitten in der City. Der Bär ist los. Mit mehr als 1500 Tierarten, die hier leben, zählt der Berliner Zoo zu den artenreichsten der Welt. Seine Gründung geht zurück auf eine Initiative des großen Zoologen Alexander von Humboldt. Er wurde 1844 als erster Zoo Deutschlands eröffnet. Vor dem Eingang zum Affenhaus steht die massige Statue des Gorillas Bobby. Er ist das Wappentier des Berliner Zoos und war zu Lebzeiten eine echte Berühmtheit. Mehr als 2,5 Millionen Besucher pro Jahr machen hier ihre Freizeitsafari, der meistbesuchte Zoo Europas.
In dem weitläufigen Areal zwischen alten Bäumen und malerischen Wasserläufen findet sich immer ein ruhiges Plätzchen für Mensch und Tier. Unweit vom Affenhaus tobt der Großstadtdschungel. Der Bahnhof Zoo war zur Zeit, als Berlin eine geteilte Stadt war, der Hauptbahnhof West-Berlins. Berühmt wurde er auch durch den Film Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ein Film, der gleich nebenan im alten Zoopalast-Kino gefeiert wurde. Viele große Leinwandepen hatten hier ihre Premiere. Viele Stars und Sternchen schritten hier über den roten Teppich. Heute ist die frühere West-Berliner City zwischen Zoo und Breitscheidplatz eine große Baustelle. Der alte Zoopalast wird abgerissen. Der größte Hotelneubau der Stadt wächst in den Berliner Himmel. Das 5-Sterne-Zoo-Fenster Berlin. Im Schatten der Hoteltürme verbirgt sich der Turm der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, ebenfalls hinter einem Baugerüst. Die alte Turmruine, Mahnmal der Verblendung und des Untergangs, Denkmal an Millionen Opfer des Zweiten Weltkriegs und Wahrzeichen der City West, wird umfassend renoviert. Der asketische Neubau neben den Überresten der alten Gedächtniskirche wurde Ende der 50er Jahre errichtet. In das Innere des achteckigen Gebetshauses dringt gedämpftes Licht durch die 33.000 farbigen Glasbausteine und taucht den Raum in ein mystisches Blau. Kurt Reubers Bild der Stalingrad-Madonna, stilles Mahnmal gegen den Wahnsinn von Krieg und Tyrannei. Im kunstvoll verzierten Erdgeschoss der Turmruine dokumentiert eine Ausstellung die Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Zu den Exponaten, die die Zerstörung überstanden haben, gehört auch eine Christusfigur, die früher den Altar schmückte. Das große Mosaik im Vestibül zeigt Szenen aus dem Leben der Hohenzollern. Überragt vom neuen Turm der Gedächtniskirche erstreckt sich der Breitscheidplatz bis hinüber zum Europacenter. Hier schlägt nach wie vor das Herz der City West. Hier kreuzen sich die Wege von Künstlern und Lebenskünstlern, von Berlinern und Berlin-Besuchern. Unter dem großen Stern dreht sich das bunte Treiben rund um das Europacenter. In den 60er Jahren erbaut, galt der Büro- und Shoppingkomplex jahrelang als architektonisch wegweisend und neben der Gedächtniskirche als das Wahrzeichen West-Berlins. Vom Breitscheidplatz zieht sich die Lebensader West-Berlins. Der nach wie vor beliebteste und belebteste Boulevard, mehr als 3 Kilometer lang durch die Stadt. Natürlich ist die Rede vom Kurfürstendamm. Zu seinem 125-jährigen Jubiläum gratulierte auch Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit. Vor 125 Jahren ist der Kurfürstendamm angelegt worden. Er war natürlich zuerst gedacht als Verbindung zwischen dem Schloss im Tiergarten und dem Jagdschloss in Grunewald. Und heute ist es ein Prachtboulevard, eine der Wahrzeichen von Berlin, der Kurfürstendamm. 125 Jahre, herzlichen Glückwunsch zu diesem ehrwürdigen Geburtstag. Ich bin ja geborener Berliner und für mich gehört der Kurfürstendamm natürlich zu den Ereignissen, die auch meine Kindheit geprägt hat. Wenn man sonntags ausgegangen ist, wenn man mal bummeln gehen wollte, dann ist man zum Kurfürstendamm gefahren. Selbst wenn man nicht überall in die Geschäfte reinkam, am Sonntag waren sie sowieso geschlossen. Man hat sich die Schaufensterauslagen angeschaut. Man hat geträumt davon, auch wunderbare Sachen zu kaufen, die man sich überhaupt gar nicht leisten konnte. Und man ist öfters dann bei Aschinger geendet und hat dann ein paar Würstchen gekriegt. Und die Brötchen, die gab es nämlich umsonst dazu. Wir haben heute gebührend gefeiert. Wir haben mit einem Rundgang über den Kurfürstendamm und mit vielen Stationen gestaltet durch die Geschäftsleute, durch Institutionen am Kurfürstendamm, mit den Berlinerinnen und Berlinern und den Gästen dieser Stadt in einer wunderbaren Weise das Jubiläum gefeiert. Und das war der Auftakt für viele Veranstaltungen, die in diesem Jahr noch stattfinden werden. Musik.
es gibt immer so schöne Konkurrenzen in Berlin. Und der eine hat seine Friedrichstraße, der andere hat seine Schlossstraße. Andere haben in Spandau ihre Einkaufspassage. Und das ist auch gut so, dass es wunderbare Identitäten gibt in den einzelnen Kiezen. Aber es gibt nur ein Kurfürstendamm. Und darauf kann der Kudamm auch stolz sein und ist der Kurfürstendamm für alle Berlinerinnen und Berliner, ob aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Westen oder aus dem Osten. Es ist der Kurfürstendamm der Stadt Berlin. Der Kudamm ist ein langer Boulevard und das weiß jeder, der sich die Mühe macht, wirklich ihn von oben bis unten zu begehen. Und heute der Geburtstagsrundgang war natürlich auch ein anstrengender Rundgang, aber es war ein schönes Ereignis, weil man gemerkt hat, dass die Menschen dabei sind, dass viele Freude haben an ihrem Kurfürstendamm und es entstand ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl für diese Stadt. Happy Birthday to you, Happy Birthday. Mehr als 20 Jahre nach der Wiedervereinigung der Stadt ist der Prachtboulevard auf bestem Weg, wieder zu Berlins erster Adresse aufzusteigen. Der Bauboom der letzten Jahre hat eine moderne Architektur wachsen lassen. Eine glänzende Kulisse für elegante Boutiquen, Restaurants, Cafés, Galerien und edle Hotels. Zwischen Uhlandstraße, Joachimsthaler Straße und Breitscheidplatz zeigt sich der Kurfürstendamm als Boulevard einer Weltstadt. Über dem altberühmten Café Kranzler hebt sich die gläserne Fassade des neuen Kranzler Eck, ein Entwurf des Architekten Helmut Jahn. Tradition und Moderne haben hier zusammengefunden. Keine Frage mehr, am Kudamm steppt wieder der Bär. Ob Alexanderplatz, unter den Linden, Friedrichstraße oder Potsdamer Platz, Berlin hat mehr als nur ein Zentrum und jeder Kiez hat seinen Reiz. Der Puls der Millionenmetropole aber schlägt auf dem Kurfürstendamm wieder am lautesten. Ruhiger und einige Gänge heruntergeschaltet, gestaltet sich das Leben in den zahllosen kleinen Nebenstraßen oder Plätzen rechts und links des Kudamms. Hier gibt es sie noch, die gemütlichen Straßencafés, die sich zwischen den prachtvollen Fassaden der Gründerzeitbauten und den Gleisen der Hochbahn drängen. Eines der beliebtesten Wohnviertel der Stadt erstreckt sich nördlich vom Kurfürstendamm, Charlottenburg. Benannt ist der Ortsteil nach dem gleichnamigen Schloss, das Kurfürst Friedrich III. Im 17. Jahrhundert für seine geliebte Frau Sophie Charlotte erbauen ließ. Nach seiner Krönung zum ersten König von Preußen erweiterte er das Schloss nach dem Vorbild von Versailles zu einem wahrhaft königlichen Domizil. Sophie erlebte die Fertigstellung allerdings nicht mehr. Sie starb im frühen Alter von nur 37 Jahren. Ihr zu Ehren nannte der König das frühere Schloss Lietzenburg in Charlottenburg um. Hinter der Residenz öffnet sich der weitläufige Barockgarten in französischem Stil. Die zerstörte Parkanlage wurde nach dem Zweiten Weltkrieg nach Bildern und Drucken aus dem 18. Jahrhundert originalgetreu wieder angelegt und schmückt sich zwischen sorgfältig beschnittenen Sträuchern und Springbrunnen mit Nachbildungen antiker Skulpturen. Über die frühere AWUS, heute Teil der Berliner Stadtautobahn, rauscht der Verkehr am Internationalen Kongresszentrum und dem sich anschließenden Messegelände vorbei. Seit 1926 ist der Funkturm zwischen den Hallen des Internationalen Messegeländes nicht mehr aus dem Berliner Stadtbild wegzudenken.
Berücksichtigung finden. Nach mehrjähriger Bauzeit wurde das neue Olympiastadion im Jahre 2004 wiedereröffnet. Unter dem rundum laufenden Dach bietet die Arena Sitzplätze für rund 75.000 Zuschauer. Die technischen Neuerungen reichen von der Beleuchtung bis hin zu zwei gigantischen Großbild-Videodisplays. Trotz der umfangreichen Sanierungen ist es gelungen, den geschichtsträchtigen Charakter des Stadions beizubehalten und damit eine Stätte der Geschichte und des Sports zu schaffen. Hungerkralle ist der wenig schmeichelhafte Spitzname für das Luftbrückendenkmal am Flughafen Tempelhof. Es erinnert an die mutigen Piloten, die die Bewohner Berlins während der Blockade der Stadt ganze 11 Monate lang aus der Luft versorgten. Nach der endgültigen Einstellung des Flugbetriebs im Jahr 2010 wurde der ehemalige Flughafen mit seiner großen Abfertigungshalle und dem über 300 Hektar großen Vorfeld der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der zukünftige Tempelhofer Park soll ein Treffpunkt für alle werden. Das Flughafengebäude selbst steht unter Denkmalschutz und ist heute Ort für Messen und Veranstaltungen. Das ist einer der Rosinenbomber, mit denen das Unglaubliche vollbracht wurde. In der Zeit vom Juni 1948 bis zum Mai 1949 wurden mit mehr als 250.000 Flügen alle lebensnotwendigen Güter in die eingeschlossene Stadt transportiert. Die logistische Meisterleistung ließ die sowjetische Blockade schließlich scheitern. Nur wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren die amerikanischen Flieger ein Hoffnungsschimmer am Berliner Horizont. Wo früher die amerikanischen Transporter im Minutentakt landeten und wieder abhoben, ziehen heute Jogger und Skater ihre Bahnen. Eine weitere historische Stätte, an der Berlins Freiheit beschworen wurde. Über den Kennedyplatz erhebt sich der Turm des Schöneberger Rathauses mit der Friedensglocke. Von 1948 bis 1990 war das Gebäude der Regierungssitz des eingeschlossenen Westberlins. Den größten Moment in seiner knapp 100-jährigen Geschichte erlebte der schmucklose Bau am 26. Juni 1963, als der amerikanische Präsident John F. Kennedy vor 300.000 begeisterten Berlinern sein unvergessenes Bekenntnis zur Freiheit der Stadt abgab. Ich bin ein Berliner. Berlin Highflyer. Hier kann jeder in die Berliner Luft gehen. Genauer gesagt, an Bord eines Fesselballons 150 Meter hoch steigen. Häuserschluchten über die Dächer von Berlin. Brandenburger Tor und Reichstag. Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Die Charité, der Berliner Dom, der Fernsehturm, das Rote Rathaus und die Nikolaikirche vollenden ein weiteres Panorama der Spreemetropole. Nach wenigen Minuten geht es wieder abwärts. Die Seilwinde zieht den Ballon jetzt Richtung Boden.
Klappe. Ich hoffe, dass Ihnen die Ballonfahrt ein wenig Spaß gemacht hat, mal Berlin aus einer anderen Perspektive zu sehen. Der Kapitän an Bord verabschiedet sich von den Passagieren. Der Ballonhafen ist in der Wilhelmstraße in der Nähe des Checkpoint Charlie zu finden. Auch an Stahlseilen ein Rosinenbomber. Eine der legendären Douglas C-47 Skymaster aus den Tagen der Luftbrücke weist den Weg ins Deutsche Technikmuseum am Landwehrkanal. Die weiten Hallen laden zu einer spannenden Reise durch die Geschichte von Technik und Ingenieurskunst ein. Der erste Großcomputer von Konrad Zuse gehört ebenso dazu wie verschiedene Entwicklungsstufen der Kommunikations- und Medientechnik. Ein anderes Schwerpunktthema sind die Schienen- und Wasserfahrzeuge. In einem historischen Lokschuppen sind nicht weniger als 40 alte Dampfrösser in Originalgröße zu bewundern. Das älteste Berliner Wasserfahrzeug bildet den Kern der Schifffahrtsausstellung im Neubau des Technikmuseums. Wen wundert's bei so viel Wasserstraßen in der Hauptstadt? Die Berlin-Brandenburgische Binnenschifffahrt ist ebenso Thema wie die Hochseeschifffahrt. Ein Besuchermagnet der interaktiv gestalteten Ausstellung sind die vielen Modelle von alten Großseglern. Vom Museum führt ein kurzer Spaziergang am Landwehrkanal mitten nach Kreuzberg. Kleine Cafés wie hier am Maybachufer laden zum Verweilen ein. Multikulti mit all seinen Problemen und seinem Charme. In Kreuzberg trifft das mehr als sonst wo in der Stadt zu. Der Wochenmarkt am Maybachufer ist ein Spiegel des bunten Völkergemischs, das so typisch ist für den Kiez. Der Stadtteil war während der Zeit der deutschen Teilung von drei Seiten von der Mauer eingeschlossen. Durch diese extreme Randlage geriet Kreuzberg auch wirtschaftlich ins Abseits. Eine städtebauliche Nische, die vor allem in den 70er und 80er Jahren zum Zentrum einer Alternativbewegung und ein Biotop der Hausbesetzerszene wurde. Kreuzburger und SO36. Hier haben sie sich getroffen, die Szene, die Studenten, Künstler und Alternativen. Sie haben den Stadtteil ebenso geprägt und weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt gemacht, wie die zahlreichen Migranten. Der Großteil der Zuwanderer ist türkischer Abstammung. Immerhin, Kreuzberg ist die größte türkische Gemeinde außerhalb des Mutterlandes. Nach der Wiedervereinigung ist Kreuzberg vom Rand ins Zentrum der Stadt gerückt. Aber trotz dieser geografischen Einbindung wird der Stadtteil noch auf Jahre hinaus ein Exot bleiben. Mit all seinen Sonnen- und Schattenseiten. Seit mehr als 100 Jahren verbindet die Oberbaumbrücke die Stadtteile Kreuzberg und Friedrichshain über die Spree hinweg. Während des Kalten Krieges und der deutschen Teilung verlief die Grenze mitten über die Brücke. Der unterhalb der Oberbaumbrücke gelegene Osthafen war zu DDR-Zeiten einer der wichtigsten Warenumschlagplätze von Ost-Berlin. Heute wird das Gelände rund um den Hafen mehr und mehr zum angesagten Wohn- und Werkviertel von Künstlern und Kreativen. Die alten Lager- und Kühlhäuser am Ufer sind aufwendig saniert und bieten Raum für teure Lofts, schicke Hotels sowie die Büros von Medien- und Finanzkonzernen. Der Molecule Man ragt als Zeichen der Wiedervereinigung 30 Meter aus der Spree. Im Schnittpunkt der Stadtteile Treptow, Kreuzberg und Friedrichshain verknüpfen die drei Figuren symbolisch, was bis zur Wende getrennt war.
Den vielen Löchern im Alublech verdankt der Molecule Man seinen Spitznamen drei Käse hoch. Hochgetürmt sind diese Absperrgitter. Provokation als Denkanstoß ist für Olaf Metzel Teil seiner Kunst. So auch bei seinem Randale-Denkmal. In einer Stadt wie Berlin, die Dauerbaustelle und Non-Stop-Veranstaltungsort ist, sind diese Gitter fast allgegenwärtig. Sie sind somit auch Symbol für eine dynamische, lebendige Stadt, die sich Tag für Tag neu erfindet, neu erschafft. Neben New York, Shanghai, London und Paris gilt auch Berlin als Fluchtpunkt für Kreative aus der ganzen Welt. Sie haben das Gespür für die Energie einer Stadt, das Gefühl für einen Ort, an dem neue Ideen geboren und realisiert werden können. Nicht Venedig, nicht Amsterdam, nein, Berlin ist die Stadt mit den meisten Brücken in Europa. Tatsächlich zählt die Spreemetropole fast 1000 Brückenbauwerke. Und die schönste, so die Meinung vieler, ist die Oberbaumbrücke. Gestaltet ist sie nach dem Abbild einer Burg in der Mark Brandenburg. Die Bögen des U-Bahn-Viadukts und die zwei Mitteltürme wurden nach der Wiedervereinigung originalgetreu rekonstruiert. Unterhalb der Brücke liegt die O2 World am Ostufer der Spree. Ob zum Eishockey oder zum Basketball, zu Konzerten oder Großveranstaltungen, die multifunktionale Arena bietet Platz für 17.000 Besucher. Die letzten Sonnenstrahlen auf den Spreewiesen. Das Nachtleben Berlins. Bunte Glasbausteine und pinkfarbene Neonröhren machen Deutschlands bekanntestes Revue-Theater zu einem Blickfang in der Friedrichstraße. Die Geschichte des Friedrichstadtpalastes reicht über 100 Jahre zurück. Stars wie Marlene Dietrich, Max Reinhardt und die Comedian Harmonists haben den Ruf des Hauses mitbegründet. Heute öffnet sich der Vorhang täglich für bis zu 2000 Besucher. Die Vorstellungen sind meist ausverkauft. Das Theater ist mit modernster Bühnentechnik ausgestattet und kann auch als Zirkusarena, Schwimmbecken oder Eisbahn genutzt werden. Vorhang auf für ein farbenfrohes Spektakel, das die Sinne begeistert. Unbestrittener Höhepunkt der Vorstellungen im Friedrichstadtpalast ist die Girl-Reihe. Sie ist das Markenzeichen und das Aushängeschild des Revue-Theaters.
Von den wenigen Resten, die von der Berliner Mauer geblieben sind, ist der größte an einem Stück erhaltene Teil die 1316 Meter lange East Side Gallery zwischen Oberbaumbrücke und Ostbahnhof. Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben, heißt dieses Bild von Dmitri Vrubel. Er und 117 weitere Künstler aus aller Welt haben mit ihren Werken das ehemalige Stück der Hinterlandmauer in die längste, dauerhafte Open-Air-Gallery der Welt verwandelt. Sie zählt mehr als 100 verschiedene Mauergemälde. Die Bilder erzählen von den Themen Unterdrückung, Befreiung und Wiedervereinigung. Darüber hinaus spiegeln sie die Hoffnungen und die überschwängliche Freude der Menschen wider, die kurz nach dem Mauerfall in Berlin überall zu spüren waren. Autoabgase und mutwillige Zerstörung setzten den Bildern über die Jahre zu. Nachdem sie 2009 von den Künstlern weitgehend originalgetreu neu gemalt wurden, erstrahlt die Eastside Gallery wieder in ihrer ursprünglichen Farbenpracht. Heute steht sie unter Denkmalschutz. Eines der Bilder, die Berühmtheit erlangten, ist von Birgit Kinder. Test the Best. Eine Kunst anderer Art. Der Soldat mit Kind im Arm auf einem zerbrochenen Hakenkreuz. 30 Meter überragt der Rotarmist das sowjetische Ehrenmal im Treptower Park. Die Gedenkstätte zu Ehren der im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Roten Armee spielte eine entscheidende Rolle bei den 2+4-Verhandlungen zur deutschen Wiedervereinigung. Die Bundesrepublik musste sich verpflichten, den Bestand des Ehrenmals dauerhaft zu garantieren und es zu restaurieren, wenn nötig. Nur 20 Minuten sind es vom Stadtzentrum bis ans Ufer des Wannsees. Die größte Badewanne der Berliner gehört zum Vorort Zehlendorf, der gefühlte Welten von der Hektik der Metropole entfernt liegt. Freizeitkapitäne kreuzen hier unter frischer Brise. Die Bezeichnung See ist für dieses Relikt aus der Eiszeit nicht ganz zutreffend. Genau genommen ist der Wannsee nichts anderes als eine von vielen Ausbuchtungen der Havel, Teil einer Seenplatte im Umland von Berlin. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nischt wie raus nach Wannsee, brachte die Kessel Conny Frohbös das Lebensgefühl der 50er Jahre auf den Punkt. Seit gut 100 Jahren strömen Berliner an sonnigen Tagen in Scharen hinaus in die Sommerfrische. Das Strandbad Wannsee zaubert italienisches Riviera-Flair in den märkischen Sand. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts herrschten hier strengere Sitten. Das Baden im Wannsee galt als unsittlich und berittene Polizisten pflegten die Gestade rund um den See nach verdorbenen Naturen abzusuchen. Ein Umstand, der sich gründlich geändert hat. Zwischen Sonnenbad und kühlem Nass gibt man sich heute sportlich und figurbetont. An einer Engstelle der Havel verbindet die Glienicker Brücke Berlin mit der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam.
Das vergleichsweise schlichte Bauwerk verdankt seine Berühmtheit den Zeiten der deutschen Teilung. Die Brücke war ein Schlupfloch im eisernen Vorhang, wo NATO und Warschauer Pakt in konspirativen Aktionen Spione und politische Häftlinge austauschten. Im August 1744 hatte Friedrich II. Die Order gegeben, den Wüstenberg nordwestlich vor der Stadt zu einem Weinberg zu gestalten. Inmitten dieser Weinberge wollte Friedrich der Große ein Leben oder zumindest Momente seines Lebens ohne Sorgen genießen. Deswegen ließ er hier seinen Sommersitz Sans Souci erbauen. Der beauftragte Architekt Georg Wenceslaus von Knobelsdorf griff bei der Planung auf viele selbstgefertigte Skizzen des Preußenkönigs zurück. Sanssouci ist kein monumentales Schloss. Zierlich und leicht wirkt die Fassade des niedrigen Mittelbaus, in dem sich nur 12 Zimmer reihen. Aus fast jedem Raum konnten die Besucher durch hohe Türen direkt ins Freie gelangen. Sandsteinfiguren, Bacchanten und Bacchantinnen zieren die Fassade. Sein Sommersitz wurde dem König immer mehr zum geliebten Refugium, wo er philosophierte, komponierte, musizierte und auch starb. Seinem Wunsch gemäß wurde er, wenn auch erst im 20. Jahrhundert, hier beigesetzt. Der betende Knabe im Gitterpavillon wacht heute über seinem Grab. Zurück in der City. Zurück in einer Metropole, die rundum vom nassen Element umschlossen ist. Fast 7% des Stadtgebietes sind Wasserflächen. Allein die Spree fließt auf 44 Kilometern Länge durch Berlin, bevor sie in Spandau in die Havel mündet. Dazu kommen der Landwehr, der Teltowkanal und zahlreiche andere Wasserwege mit einer Gesamtlänge von 240 Kilometern. Damit verfügt Berlin über mehr Wasserwege als jede andere europäische Metropole. Genau wie der Tiergarten auf die Gärten von Sanssouci und dann Peter Joseph Bene bis zu seinem Tode wirkte bei der Gestaltung des Kanals auf Nord. Nachdem das Schiff am Anleger unterhalb der O2 Arena die letzten Passagiere aufgenommen hat, unter die Oberbaumbrücke und durch den alten Osthafen gefahren ist, stoppt es an der Oberschleuse. Die Einfahrt zum Landwehrkanal. Die vierstündige Rundfahrt mit einem der zahlreichen Ausflugsschiffe ist eine der schönsten Sightseeing-Touren durch die Hauptstadt. Zwei weitere Schleusen und mehr als 20 Kilometer Kreuzfahrt liegen vor dem Bug. Das dichte Grün entlang der Ufer lässt glauben, dass das Schiff die Stadt längst hinter sich gelassen hat. Der Landwehrkanal fließt jedoch auf einer Länge von mehr als 10 Kilometern mitten durch Kreuzberg, Neukölln, Tiergarten und Charlottenburg, wo er wieder in die Spree mündet. Zwischen den Bäumen prachtvoll renovierte Gründerzeitfassaden am Paul-Linke-Ufer. Gegenüber die Ankerklause am Maybach-Ufer. Als die Transportkapazität der Spree erschöpft war, die Wartezeiten für die Schiffe an den Schleusen zu lang waren, planten die Stadtväter den Bau eines Umgehungskanals. Nach 5 Jahren Bauzeit wurde der Landwehrkanal schließlich Mitte des 19. Jahrhunderts für die Schifffahrt freigegeben. Mehr als 60 Brücken passiert das Schiff auf der Rundtour. Viele sind so niedrig gebaut, dass die Passagiere ausdrücklich darauf hingewiesen werden, doch bitte sitzen zu bleiben. Am Halleschen Ufer rollen die U-Bahn-Züge auf Hochbahntrassen am Landwehrkanal entlang. An der gegenüberliegenden Uferseite hängt die schon bekannte Douglas C-47 Skymaster über den Toren des Deutschen Technikmuseums.
Die CDU-Flagge weht über dem Konrad-Adenauer-Haus am Tiergarten-Dreieck. Weiter geht es auf dem Landwehrkanal. Linker Hand der Berliner Zoo. Rechter Hand der Tiergarten. Über die Charlottenburger Brücke führt die Straße des 17. Juni, die Teil der großen Ost-West-Achse durch die Hauptstadt ist. Das Charlottenburger Tor markiert die Grenze zwischen den Stadtteilen Tiergarten und Charlottenburg. Wenige hundert Meter weiter, vorbei am Salzufer, mündet der Landwehrkanal am Spreestern wieder in die Spree. Linker Hand liegt der Stadtteil Moabit. Die Neubauten am Ufer der Spree haben dem ehemaligen Arbeiterbezirk entlang des Spreeufers in den letzten Jahren ein neues Gesicht gegeben. Einer der architektonischen Glanzpunkte ist das Gebäude des Bundesinnenministeriums. Rechter Hand zieht der Schlosspark Bellevue mit dem Bundespräsidialamt vorbei. Dem Schlosspark gegenüber liegt die Bundesschlange am Spreeufer. Die 700 Wohnungen, die für Abgeordnete gedacht waren, sind heute begehrte Objekte auf dem freien Immobilienmarkt. Auch die Schwangere Auster öffnet sich zur Spree. Dann geht es mitten durch das Regierungsviertel, das Bundeskanzleramt, das Band des Bundes und schließlich der Reichstag. Eine Kreuzfahrt durch das Zentrum der hohen Politik. Gegenüber liegen der neue Hauptbahnhof und die Charité. Dampferfahren ist sicher eine der schönsten und bequemsten Möglichkeiten, die Hauptstadt zu entdecken. Vom Wasser aus öffnen sich immer neue Perspektiven. Schließlich ist Berlin, wie es heißt, aus dem Kahn gebaut. Wie auf einer Perlenkette reihen sich die Sehenswürdigkeiten entlang des Ufers noch einmal auf. Mehr der Großstadt spannt sich das Spektrum der Eindrücke. Berlin hat sich im dritten Jahrtausend wieder eingereiht in den Reigen der großen europäischen Metropolen. Eine Weltstadt mit Schnauze und Herz. In ihrer wechselvollen Geschichte war sie preußische Residenz, Hauptstadt des Kaiserreichs, Kulturmetropole. Das einzig Konstante in Berlin ist der Wandel. Die Stadt ist ein Versuchslabor für das Zusammenwachsen von Ost und West, von ganz Europa. In den meisten Städten muss man geboren sein, um als Einheimischer zu gelten. Nicht so in Berlin. Wer hierher kommt und bleibt, kann sagen: Ich bin ein Berliner.